nicht. Okay. Was sind die einzelnen Bücher? Ah, Heisenberg. Proband Karl Heisenberg. Normal, besitzt elektrische Organe wie die eines Zitterrochers. Die Organe sind in das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Er kann so magnetische Felder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Okay. Ah, so hieß sie. Alcina Dimitrescu. Ist es gut? Äußerst hohe Regenerationsrate. Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis: Wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihren Körper regelmäßig menschliches Fleisch oder Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationssystem eine unkontrollierte Mutation zur Folge haben könnte, als würde nicht geeignet. Naja gut, dann wird der Fisch wahrscheinlich nicht geeignet sein. Der letzte. Hat mein Proband drastisch Veränderungen in innere Organe herausgefunden. Es haben sich ähnlich wie bei Fischen Kiemen und Schwimmblasen ausgebildet und aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel. Oh, lol. Scheiße, Dame. Ah, der Arme. Ich weiß nicht mal, wie er hier ist, aber der Arme, der Arme. Das ist doch sowas. Das ist doch. Das ist doch genau das Ding, was da oben im Kurs hängt, einfach nur. Ja. Hallo, hört ihr mich? Wie euch? Okay. Miranda, ich bedauere zutiefst, Sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, ihr reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte, zu behaupten, eine Unsterbliche wie sie würde sich überhaupt an einen halb in Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarung, die mir während meines Besuchs in ihrem Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigenen Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sie ihre Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollen eine einzelne verstorbene Person zurückholen. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für die exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebte. Ein Virus war dadurch besser geeignet. Das war der Grund für meine unmittelbare Eilpreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor. Ein in Afrika heimischer Virus. Habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht
Die wird Umbrella heißen, nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Ein weiterer Schritt zu verwirklichen, meine Vision ist also getan. Ich habe das. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt, dafür stehe ich ewig in Ihrer Schuld. Also ist das eigentlich der Anfang von allen oder was? Das verstehe ich doch aber nicht. Also, ja, jetzt mal, wir haben jetzt die ganze Zeit diesen Chris Redfield gespielt. Er hat das Virus. Er hat gegen das Virus gekämpft, wo diese Leute mit diesem Virus infiziert worden sind. Verstehe ich das jetzt richtig? Ah, den Pilz. Okay. Spencer, here. No way. Okay, also ist das eigentlich jetzt der Anfang oder mehr oder weniger spielt das alles parallel oder was? Weil wir haben ja den Chris Redfield in Jung gespielt, also haben wir das vor 3 Jahren gespielt. Spencer hat von ihr gelernt. Ah, alles klar. Ja, ich kenne mich mit der Geschichte überhaupt nicht aus. Das ist mein Problem. Das ist tatsächlich mein größtes Problem. Ich weiß nicht, ob man da irgendjemanden erkennt. Das ist tatsächlich mein Problem. Keine Ahnung. Das sieht aus wie Mia. Von da aus wird die Welt zerstört. Alles klar, okay. Meine geliebte Eva, es ist jetzt 100 Jahre her, seit die spanische Grippe dich mir wegnahm. Ich war so hilflos damals. Aber jetzt kann ich dich mit Hilfe der Megamyzidne wieder zu mir holen. Ich musste die regenerative Fähigkeiten deiner neuen Hülle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie dann im Kelch des Gigantens, dem Regler des Megamyziden, wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist sie mit dem Megamyziden vereinen. Endlich kann die Zeremonie beginnen. Nachdem du von mir gegangen warst, war ich von solcher Trauer erfüllt, dass ich in eine Höhle wanderte, um zu sterben. So sehr wollte ich wieder bei dir sein. Und da habe ich ihn gefunden. Den Megamyziden. Alter, das ist. Alter, also in diesem Part könntest du wirklich ein Trinkspiel draus machen. Ich berührte ihn und mein Geist wurde über und über mit Wissen erfüllt. Megamyzid spaltet das Bewusstsein der Verstorbenen auf und absorbiert es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein musste und dass es bedeutete, dass ich dich würde zurückholen können. Ich brauchte nur eine geeignete Höhle. Na, ich denke. Ach so, ach stimmt, es gibt ja die Filme und jetzt gibt es auch die Serie dazu. Gibt ja auch eine Serie. Okay. Nachdem ich ins Dorf zurückgekehrt war, pflanzte ich den Dorfbewohnern den Pilz aus den Mykomyziten ein. So konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente benutzen. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich einen Parasiten namens Kadu erschuf. Keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber keines meiner Experimente war erfolgreich gekrönt. Es gab ein paar wie Alcina, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandelten sich in Lycans. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert. Sie sagte, sie würden mir helfen. Also gab ich ihnen etwas vom Pilz und deiner DNA. Aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt. Evelyn. Doch die Zusammenarbeit hatte auch ihr Gutes. Dank ihnen erfuhr ich von Rose. Ich wusste, sie wäre dir die perfekte Hülle. Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle, aber ich konnte mich von ihrer Tauglichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung endlich abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen, Eva. Ob die Serie jemals ein Ende nimmt? Was denkt ihr? Kommt da noch ein Teil? Das ist jetzt die Frage. Kommt danach ein Teil? Ich glaube eher.
Also ich habe das Gefühl, dass wir noch einen Teil sehen werden. Mit Eva. Show me your hands. Umbrise, this is Alpha. Where is Miranda right now? Das ist die richtige. Still at the ceremony site. Whatever she's doing, she's staying put. God damn. It really is you. I'm glad you saved me. Why are you here? I was caught in Houston experiments. Wait, did you say Mia? Mia Winters? In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Wie strange wird das denn jetzt alles? Das ist nicht, das ist doch das Falsche. Stick to the mission, I'm headed to the ceremony site. Wait! You can't leave me here! You promised, damn it! You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything! And I didn't care. So long as we were together. So you tell me, where is my husband? Where is my daughter? Ethan is gone. Nee, das ist die echte. Die davor die ganze Zeit bei Ethan gelebt hat, das war Miranda. But I can save Rose. Die sich als Mia ausgegeben hat. Ich habe das Gefühl, dass wir Miranda, dass wir Mia im nächsten Teil zocken. Wenn es den nächsten Teil gibt. What do you mean he's gone? He's dead. Ja, vielleicht auch nicht. I'm sorry, Mia, but we have to leave. We have to destroy this village. No! You're wrong. I tried to keep this a secret, but you don't understand how special he is. Ethan? Ethan lebt wieder. Sag's euch. Naja, also, wenn ich meine Hand abpacke und die einfach dran stecke und ein bisschen Flüssigkeit dran mache. Was ich echt krass finde ist, warte mal ganz kurz. Was ich krass finde, ich habe die ganze Zeit gelesen, bevor ich, mit dem Teil angefangen habe ich mir durchgelesen, dass der Teil übelst extrem brutal sein soll, dass halt auch jemand das Herz mit der bloßen Hand rausruppen soll. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ist das ein Effekt? Ist das ein Effekt, wenn dich ein Gegner trifft oder dich ein Boss trifft oder sowas? Es ist tatsächlich echt die Endsequenz. Es ist tatsächlich echt die Endsequenz. Hätte ich nicht gedacht. How did I get here? God. Oh, meine Finger sind wieder da! Hey! Guck dir deine Hand an! Guck dir deine Hand an! This shit! My body! Okay. Aber meine Finger sind wieder dran! Und mein Ehering ist wieder da! Okay. Oh, das ist Evelyn. Ah, ich bin die Hülle in Wirklichkeit. Dead. I mean, Miranda. She. No. I still have to save Rose. Wrong. It wasn't Miranda. You were always dead. What are you saying? I can still. Ich kapier gar nichts mehr. Voller Mindfuck. Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird?
No matter how much you got hurt, remember. Three years ago, the Baker House. You were murdered by Jack. You died there 3 years ago. That's impossible. No way. Stimmt das? You shouldn't even be able to walk around. Quit messing with my head. You shouldn't be walking. Screw you! What am I? I did all that. Rose, Mia, I... Schaut meine Hand ab? Warum ist sie so schwarz? Your whole body is nothing but mold. You can't ever see your family again. Family. Family. No. Rose. I have to save my daughter. You're already dead. Dead. I will save Rose. Pony, wunderschönen guten Abend. Jetzt werde ich wieder zurückgeholt. Ich hab keine Ahnung, was hier passiert, Leute. Ich hab hier. Also, ich fand ja schon den Endfight ja schon übelst krank. Mit diesem abgefuckten Panzer da. Und jetzt das Ganze mit Chris Redfield. Ah! Da sind meine zwei Finger wieder ab. Toll. At last, he awakes. Duke, geile Scheiße. You were having a nightmare. Duke? Your battle with Heisenberg was a sight to see, but to think Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way. We should arrive shortly. Thank you. But Ethan, are you sure of this? Your body is, well, falling apart. Yes. Eine ganze Hand hab ich. Foolish of me to ask. Drei Finger hab ich. Kein Herz mehr. Speaking of foolish questions, who or what are you? Even I can't quite answer that. We're here. I owe you one. Mr. Winters, I'm afraid you can't return to your old world any longer. Are you ready? Yeah, I have to be. I gotta go. Duke, mein Guter? Was soll das? Preparation is more important now than ever before.
Oh, the assemblage of life and machine. I can feel Lord Heisenberg's essence through it. What the fuck, einfach. Because of all this commotion, I've lost an entire territory to transact in. Ich bin auch eindeutig überfragt gerade. Yes, I can see why you'd be interested in that. Was machen wir denn jetzt hoch? Das ist 100.000. Stellt euch das. These hands are more dexterous than one might think. Die Flinte. Natürlich richtig gut gewesen. Ja, scheiße. Verkackt. Ey, ich hab keine Ahnung, wie lange das noch geht. Please, be well. Thanks. Keine Ahnung, wie lange das noch geht. Ey, wo ist denn meine Geschwindigkeit hin? Ich hab doch Fisch und so gegessen. Ach komm, jetzt ist die weg oder was? Das ist eine Schweinerei. Gut. Die Frage ist jetzt, Boney geht. Also, jetzt muss ich ganz ehrlich fragen: Geht das noch lange? Boah, das ist halt echt jetzt gerade so eine Sache. Also ich hätte lieber Chris Redfield weitergespielt. Out of my way. Kommt nun auf dich an, wie lange das Spiel noch dauert. Ja, ich habe keine Lust irgendwie, dass es lange noch dauert, muss ich sagen. Ja, und jetzt wieder back mit den Hutwaffen, ey. Alter. Bleib doch einfach liegen, ey. My beautiful daughter, come to me. Eva, is that you? Ja, Magnum Moni hat hier. How I've missed you. Sie ist auch so OP. Ich glaube, ich habe keine mehr. What? Was? Das ist nicht dein Kind. My power is leaving me. Jawohl. Rose! Miranda! Warum nimmt er immer nur die Scheißwaffe in der Hand? Your body certainly is normal. Give Rose to me. Now! You will see. Once I kill you properly, every- Get her, now!
Hallo, mein Kind. Let go! Ich hab kein Herz mehr. Ist das mich jetzt auf? I've spent a lifetime creating this moment. And you try to take it away from me. I will take what is due. Jetzt kann ich mir irgendwie vor wie bei Dark Souls mit der Musik. Rose is mine! What the fuck? You fulfilled your purpose, Mr. Winters. You disposed of my false children and awakened the glorious Megamycetes. Now, please do not worry for little Rose. I assure you I'll provide her with true happiness. So now you can die peacefully. Not letting you get away. Please, Mr. Winters, stop struggling. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. WTF? Don't resist. Oha. Here I come. You understand the love of a parent or a child? How can you deny me? Why the hell can't you realize Rose is my goddamn kid, not yours? Your time is up. Now die. Who's that? Ich muss Schrotz nehmen. I've never seen a human live without his heart. Are you sure? Die. This is the end. Aber jetzt bin ich reingelaufen, oder was? Alter, die ist zu schnell dafür. I shall put you to rest. Alter, what the fuck einfach, ey. You won't interfere. Cease this foolishness. Your time is up! Now die! The Megamycete saved me from the pits of despair. It granted me this splendid power. Yeah, right. All it's done is drive you nuts. Keine Ahnung, wo ich mit mir hingehen soll. What the fuck einfach. After all, everyone dies. Das ist echt meine meiste Munition, ich habe hier. Hochleveln sollen. What the fuck, einfach, was ist das gerade für ein Fight, ey? Es ist halt echt gerade irgendwie echt ein Pilot-Fight.
Here, Mom! What the fuck? Now, Mr. Winters, I think it's time you left things in my hands. Oh, it's for us. The hell I will! I will take back my daughter! Die, 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 die! What the fuck, Emory? I understand your feelings, Mr. Winters. Truly. But this is... If I combine Rose with a Megamycet, my daughter will be made manifest at last! I've waited... Willst du Schlafhölzer? Pistol? Schrot? Schrot? Ja, Blend bringt mir gar nichts. Blend? Ich kann halt auch nichts herstellen mehr. Lol. Okay. A century! All for this day! Meins. Oh, what the fuck, also. Ja, ich hab's kapiert. Cease this foolishness. Why do you need to? Surely you have no need of Rose now. So close to death. What the fuck, also. You psycho. Ich will doch nur ein bisschen Leben haben. Ey, ich bin doch gerannt. Ich bin doch gerannt! Ich bin doch gerannt, Alter! I'll take wonderful care, little Rose. Ich bin gerannt! 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 Wo ist sie denn hin? Fuck einfach. They could do nothing to assuage my years of loneliness. Ever think the prop? Also. Also, keine Ahnung. Keine Ahnung. Nee, sorry. Das mache ich dann morgen. Morgen. Bin mega müde. Oder keine Ahnung, ob das jetzt ob ich dafür länger brauche oder nicht länger brauche. Das ist jetzt sich echt die Frage gerade. Aber eigentlich bin ich mega müde und habe eigentlich auch echt keine Lust mehr. Okay, wir machen es morgen. Alles klar, haben uns darauf geeinigt. Beenden, ja.